Namaste, Namaste, guten frühen Montagmorgen. Ich begrüße euch ganz herzlich, wie das am Montag so ist, in einer Novemberwoche. Was war das wieder für ein Wochenende? Freudige Kunde aus österreichischen Landen, weil zum ersten Mal dürfen die ÖsterreicherInnen die Reinkarnation eines Politikers feiern, desjenigen, der sich, wie die Sage sagt, 1945 in einem Bunker gerichtet haben soll. Seine Buchstaben sind 18 im Alphabet gesehen und der scheint jetzt in der Form des österreichischen Bundeskanzlers, wie heißt er, Alfred Schallenhusli, Schallenberg, wieder auferstanden zu sein, wobei man muss sagen, also der besagte Politiker, der frühere, der hätte natürlich nie solche Dinge gemacht, also zum Beispiel Restaurants oder Kulturstätten geschlossen oder so, auch keine Fitnesscenter, auch keine Sportstätten, die Menschen nicht davon abgehalten, dorthin zu gehen, weil er war zusammen mit Turnvater Jan für die Volksertüchtigung, damit wir fit in den nächsten Krieg ziehen können. Aber jetzt der Schallenhusli, der macht das alles zu für die Nicht-Geschlumpften. Die dürfen jetzt genau noch zwei Dinge. Die dürfen arbeiten gehen und sie dürfen noch Lebensmittel einkaufen. Das ist alles. Also ich weiß nicht mal genau, ob die noch draußen joggen dürfen. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Arbeit, glaube ich, auch wie in Italien mit 3G. Also da frohlockt natürlich die Freude, die Volkesseele dort. Und ich kann mir vorstellen, dass vor allem die Spezies der Denunciantes, Vulgares, große Freude hat, dann noch mehr die Augenäpfel und Linsen zu schärfen, wer jetzt da gegen irgendwelche Verstöße produziert. In Österreich können Schweizer Geschlumpfte auch nur Skiferien machen, wenn der Impfpass weniger alt als 9 Monate ist. Das wird auch die Gastronomie extrem freuen und die Hotellerie in Österreich fürs Weihnachtsgeschäft. Und meiner Frau und mir blutet ein bisschen das Herz. Wir als bekennende, ich muss jetzt leider sagen, ehemalige Tirol-Fans, das ist für uns bis auf Weiteres einfach, schlicht und einfach erledigt. Aber weitere Freude herrscht. Wir haben von unserem Schwager, meine Frau und ich, ein Mail bekommen mit einer Empfehlung, eine Petition zu unterschreiben. Petition gegen die dritte Schlumpfdosis als Pflicht für den Erhalt des Covid-Zertifikats. Das ist irgendwie Association pour la défense des droits fondamentaux des humains de la protection des données médicales et privées, was immer, wer immer das ist. Und da steht, ich unterschreibe die folgende Petition. Herr Berse, schreiben Sie uns die dritte Dosis nicht vor. Die Entscheidung liegt bei uns. Und dann kommt da ein ganz böses Pamphlet, was alles nicht gut ist an diesen Schlumpfungen. Und jetzt sollen auch wir Ungeschlumpften sollen das jetzt also auch unterschreiben. Stand, ich habe es heute Morgen nicht verifiziert, am Freitag, Entschuldigung, am Samstag um 14.53 Uhr waren es 40.950 und gestern Abend waren es knapp 45.000, also die Zuwachs ist jetzt nicht so groß. Und liebe Geschlumpfte, ich zweifle schon lange ein bisschen an der Intellektualität von euch Geschlumpften, aber merkt ihr eigentlich nicht, wie man muss ja nicht bei Berse betteln, dass man nicht die dritte Schlumpfung braucht, um das Zertifikat zu behalten. Wie wäre dann der Weg, wenn man dieses Zertifikat einfach abschießen würde? Ich hätte eine Idee. Mit einer kräftigen Nein-Stimme am 28. November 2021. Also eben, wir sind ja hier von MMM, Markus, Morgenmessage. Wir sind ja auch hier, um intellektuell ein bisschen Nachhilfeunterricht zu erteilen. Ich finde das fast schon ein bisschen egoistisch von euch. Aber wir helfen euch natürlich gerne. Wir bekämpfen ja
nicht die Geimpften. Ganz im Gegenteil, wir versuchen, ihnen beizustehen, wir versuchen, uns mit ihnen auch menschlich zu solidarisieren und ihnen eben auch aufzuzeigen, was es eben sonst noch für Möglichkeiten gibt. Also das, wir sind doch im gleichen Boot. Das kann doch nicht einfach noch jahrelang so weitergehen. Wir sind jetzt, wir haben es gelesen aus Schweden, der Pfizer-Schlumpfstoff hält für 211 Tage. Ich finde das spannend, es sind nicht 200 Tage, auch nicht 210 oder 220. Er hält für 211 Tage, also für 7 Monate. Da würde ich doch sagen, als BAG-Vertreter, da würde ich sagen, zur Sicherheit machen wir das alle 6 Monate, was ja auch Jens Jasmina Spahn in Deutschland auch schon vorschlägt. Fauci ist bei 5 Monaten, Israel ist dann irgendwann mal, bin ich sicher, bei der Quartalsimpfung. Und darum, liebe Geimpften, wir sind nicht eure Gegner, wir sind eure Freunde und auf irgendeine Art freut mich natürlich diese Petition schon auch. Also es beginnt da oben bei euch zu denken, dass diese ganze Geschichte eben ein permanentes Ablaufdatum hat. Und das behaupten wir in aller Freundschaft und Unaggressivität ja schon lange. Nationale Schlumpfwoche mit und ohne Konzerte. Ein Riesenerfolg, aber niemand gibt es zu, dass es eigentlich genau das Gegenteil ist. Man schwadroniert so drum herum und sagt, ja, Booster war dann schon gefragt, aber ja, Neuimpfungen. Etwas enttäuschend, auch die Impfnächte, da haben sich die Leute nicht gerade die Kleider vom Leib gerissen, um den nackten Oberarm hinzuhalten, oder? Und jetzt, seit diesem Frust, der meiner Meinung nach, meine Kristallkugel, völlig absehbar war, dieser Frust scheint sich jetzt mehr und mehr auch in der Schweiz in 2G-Drohungen zu entladen. Aber wir nehmen das alles mit Contenance und mit Fassung und kommt schon gut, aber noch einmal, 28.11., ihr habt ja vielleicht mein Video gestern gesehen auf YouTube, der sogenannte Teaser, war aber fast ein bisschen in juristischer Staatskunde, also teilt das bitte unbedingt weiter. Damit NZZ brieft wieder mal am Abend. NZZ, in Bezug auf das Coronavirus ist der Winter erfahrungsgemäß eine besondere schwierige Zeit. Das ist mir jetzt aber noch nicht so ganz bekannt gewesen, weil bis vor 2 Jahren war doch das Influenzavirus, die Grippe, für die Grippe der Winter eine besonders schwierige Zeit. Anyway, ich zitiere weiter, das wird sich in diesem Jahr kaum ändern, davon ist zumindest Tanja Stadler überzeugt. Sie ist Präsidentin der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes, als Mathematikerin natürlich extrem dafür qualifiziert. Also wir sind froh, solche tollen Frauen an Bord zu haben, auch als Botschafterin, wie zum Beispiel auch Stefanie Heinzmann. Konzerte gefloppt, stringente, ganz kurz Haarfrisur, trinkt nur noch Hafermilch und macht auch Werbung, das ist das, was die Leute wollen. Ja, also ich würde weder für die Präsidentin der Taskforce noch für Stefanie Heinzmann würfeln. Sie sagt auch, also Frau Stadler, wenn wir so weiterfahren wie bisher, müssten wir mit 30.000 Hospitalisierungen rechnen, ist Stadler überzeugt. Wir kennen diese Prognosen, ob die von der Taskforce kommen oder vom Imperial College aus London, Neil Ferguson oder von Ostinokia. Sie haben eines gemeinsam, sie treffen natürlich immer voll in den Zehner rein, also genau ins Ziel rein. Also, und da kann man planen mit solchen Prognosen. Was tun, fragt die NZZ. Die Vorgaben der Wissenschaft sind klar, entweder Kontakte minimieren oder Impfquote rasant steigern. Also Kontakte minimieren, das ist jetzt was Neues. Social Distancing hatten wir noch nicht bis jetzt. Impfquote rasant steigern, ja, zum Beispiel mit einer nationalen Impfwoche.
Letzteres haben Bund und Kantone mit der Impfwoche versucht, die allerdings nur wenig genutzt hat. Ah, immerhin, Ehrlichkeit währt am längsten. Von einem Flop ist vielerorts die Rede und auch Stadler gibt zu bedenken, dass es enorm schwierig geworden ist, Menschen für die Impfung zu gewinnen. Die Meinungen sind weitgehend gemacht. Ich frage da ganz vorsichtig, warum ist es wohl so schwierig, diese Menschen dafür zu gewinnen? Dieses gallische Großdorf von etwa 35, je nach Region, Land, 30-40% der Menschen, die man eben nicht gewinnen kann. Es könnten, ich zitiere weiter, es könnten also anspruchsvolle Wochen auf uns zukommen. Ich finde, die sind schon seit langem da. Ich zitiere weiter, Stadler zieht aber auch Lösungsansätze, Gott sei Dank. Eine davon ist die Boosterimpfung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Zuversicht und einen guten Sonntagabend, haben wir gestern bekommen. Rückkehr zur Normalität wird aufgeschoben, schreibt der K-Tipp. Denn laut einer Studie des englischen Wissenschaftsmagazins Lancet übertragen Geimpfte das Virus gleich häufig wie Ungeimpfte. Der Bundesrat, immer alles K-Tipp, könnte aber auch einfach die Zertifikatspflicht aufheben, so wie er dies am 21. April im Frühjahr ankündigte, als Alain Berset, Gesundheitsminister, an einer Medienkonferenz sagte, Zitat, wenn alle Personen, die das wollen, zweimal geimpft sind, können wir die Restriktionen nicht mehr aufrechterhalten. Stimmt. Dann können wir 3G nicht mehr aufrechterhalten, dann müssen wir wahrscheinlich auf 2G und vielleicht sogar auf 2G+. Und ich hätte noch eine bessere Idee, nach dem kostarikanischen Vorbild könnten wir auch auf 1G. In diesem Artikel werden dann verschiedene Rechtsprofessoren zitiert, die eigentlich alle sagen, dieses Zertifikat hat keine rechtliche Grundlage. Und großartig auch das Statement von Hazel Brucker, egal, finde ich, muss man sich auch nicht merken. 27 ist die Dame, nennt sich irgendwie Stand-up-Comedian. Und sie sagt, also per sofort, sagt Hazel Brucker, ich will nichts mehr mit Ungeimpften zu tun haben, sagt auch ihr Mann, Freund, Partner, Lebensabschnittsgefährte, das nenne ich mal, liebe Hazel, wirklich gelebte Prävention. Und damit schließt du dich eigentlich ganz vielen dieser Kollegen und Kolleginnen aus der Comedy- und Kabarett-Szene an, die einfach Ara-Papageienartig nachplappern, was die Obrigkeit uns so vorsagt. Also ihr seid ja wie wiederkäuende Kühe, passt vielleicht eher zu Stefanie Heinzmann im Wallis oben. In diesem Sinne drücken wir der Petition den Daumen, dass die noch ganz viele Unterschriften bekommt, weil das würde uns doch zeigen, aha, auch die Geschlumpften sind sich dieser ganzen Schlumpfung nicht mehr ganz so sicher. In diesem Sinne einen wunderbaren Start, wenn er nicht schon gelungen ist, in die neue Woche. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen, am Mittwochabend, dann ein Schwurbelhoch-2-Talk mit einer JUS-Studentin, damit wir auch einmal ein bisschen Einblick bekommen, firsthand, wie ist eigentlich die Stimmung an der universitären Bildungsstätten, was macht man dort mit Studentinnen und Studenten. Also freut euch, aber zuerst müssen wir noch diesen Novembermontag überleben. Salut zusammen, danke, dass ihr dabei wart. Tschüssi.